Es ist immer noch sehr, sehr weit. Hui! Oh Mann. Oh ja, bin schon ziemlich fertig. Der Wasserfall da unten war schön. Hui. Hui, hui, hui. Es ist heiß. Heiß, heiß, heiß. Heiß. Walking, 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 walking. Puh. Schon 10 Kilometer gelaufen und es geht immer steil bergan. Hui, es ist heiß. Boah, hier sind die Bambusblätter so groß. Das sieht man wahrscheinlich erst, wenn ich meine Hand im Vergleich dazu lege. Wahnsinn, so riesige Blätter. Das ist bestimmt 40 cm lang, das Blatt. Die letzten Kilometer sind jetzt noch wieder richtig abenteuerlich. Jetzt ist Bergsteigen im Dschungel angesagt. Oh, mein lieber Mann, mein Wasser ist alle. Es ist so gefühlte 35 Grad heiß. Ich bin echt fertig. Und es stellt sich wieder einmal mehr heraus, dass Google Maps ein Scheißsystem ist. Das hat mir das hier als Wanderweg angezeigt. Erst war es Bergsteigen, hier geht es jetzt schon halbwegs, aber trotzdem, das ist kein Weg zum Normallaufen. Ich bin vollkommen fertig. Das ist der Weg. Wahrscheinlich kann man im Video nicht sehen, wie steil das ist und was hier für Löcher sind. Hui, ich hoffe, ich bin bald da. Und runterlaufen werde ich auf gar keinen Fall. Ich bin vollkommen fertig. Ich muss oben was zu trinken kaufen, mich ausruhen. Und dann würde ich bald sagen, egal was es kostet, ich nehme auf jeden Fall ein Taxi nach unten. Weil es geht auch eine Straße bis nach oben. Ui, oh Gott, okay. Auf zum Endspurt. Gerade eben sind mir zwei Leute entgegengekommen. Also, es scheint doch immerhin ein offizieller Weg zu sein. Und die haben gesagt, noch 400 Meter bis zur Spitze, dann bin ich da. Oh, Gott sei Dank. Ich zerfließe. Uhuhu. Oh mein Gott, warum bin ich eigentlich hier hoch? Was hat mich denn geritten, hier lang zu gehen? Oh, hier wächst der Bambus, richtig hoch, voll schön. Oh, und der Weg, okay, noch 300 Meter und dann müsste es geschafft sein. Oh, wirklich ein Dschungelabenteuer vom Allerfeinsten. Jetzt fehlt nur noch eine Schlange, aber wollen wir es mal nicht beschreien. Sehr hohe Bäume. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Ich kann nicht mehr. Es sind definitiv keine 400 Meter. Es ist weiter. Ich Rechts abbiegen. bin schon viel weiter gegangen. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Also ich bin bis hierhin 400 Meter, mehr als 400 Meter gegangen. Von dem Punkt, wo die mir Bescheid gesagt haben, 600 Meter. Und jetzt zeigt das GPS nochmal 400 Meter an. Gott. Ich glaube, das sind die härtesten 1000 Meter mit gewesen, die ich je gemacht habe. Oh mein Gott, bin ich froh, wenn ich oben bin und ich hoffe, da gibt es Wasser. Und ich hoffe, da gibt es ein Fahrzeug, was mich wieder runterbringt. Sonst bin ich am Arsch. Ein Funken Zivilisation. Hier geht es aber nicht weiter. Ich fürchte, ich muss die letzten 300 Meter noch
diese steile Treppe hoch. Oh Gott. Ich weiß, ich bin nur noch am Seufzen und am Stöhnen. Aber es ist wirklich mörderisch anstrengend. Ganz ehrlich. Oh, wirklich, wirklich anstrengend. Gott. Aber schön ist es, sehr, sehr schön. Sehr anstrengend, aber dafür auch wahnsinnig schön. Das Haus hätte ich gerne. Und ein Auto dazu. Ich nehme an, die letzten Stufen. Hier hängen lauter orangefarbene Roben. Zum Trocknen. Ich denke, das gehört schon zum Kloster, zum Tempel. Es wird von den Mönchen sein. Okay, weiter hier hoch. Es kann ja nun wirklich nicht mehr weit sein. Oh Gott. So schön. So schön. Die Vögel zwitschern. Da hat sich ein Hund schlafen gelegt. Oh, und da geht's weiter auf. Wie werde ich überhaupt noch mal ankommen? Oh, oh, oh. Ach, da ist noch ein Hund, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, servus, grüß dich. Oh Gott. Ich habe das Ziel schon gesehen. Wow, hier oben ist ein ganzes Dorf. Ein ganzes Dorf mit schönen Häusern. Da. Da, wo der goldene Chedi ist, da ist das Ziel. Ein echtes Abenteuer. Das hat mir alles abverlangt, wirklich. Zum Glück weiß ich auf Thai, was Wasser heißt. Nam. Oh Gott, so. Gleich geschafft, gleich geschafft. Ihr, die ihr zuguckt, werdet denken, was für ein Jammerlappen. Aber von da, wo ihr sitzt, ist das auch leicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass jeder von euch dieselbe Strecke hier hoch geschafft hätte. Oh Gott, ich bin da. Ich bin da. Sawa di Krab. Oh Gott. Aber ich werde voll belohnt für den Aufstieg. Ist das nicht schön? Bin ich hochgestiegen. Da unten ist die Stadt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da unten ist der Flughafen. Und von hinter dem Flughafen, da bin ich hergelaufen. Ein Riesenbogen. Und dann immer in Serpentinen bis hier hoch. Insgesamt 14 Kilometer. Ungefähr 8 Kilometer steil bergan. Ich bin komplett fertig. Jetzt suche ich mir erstmal Wasser. Es ist wieder so unfassbar schön, ey. Krass, wirklich krass. Wow. Ein großes Glück, wenn man sowas alles sehen darf. Ein großes Geschenk. Nicht Weihnachten im klassischen Sinne, aber trotzdem ein Geschenk, oder? Oh, es wird immer besser und immer besser. Hinter jeder Ecke wird es immer schöner. So, und das soll es erstmal gewesen sein. Ich habe mich schon ein bisschen ausgeruht, eine Cola getrunken mit viel Zucker, um den Kreislauf wieder ein bisschen nach oben zu bringen. Und
Jetzt werde ich mir eine Fahrgelegenheit suchen und mich dann wieder nach unten machen. Erst gucke ich mir das Ganze hier noch ein bisschen genauer an, kann nicht einfach nur hochrennen und dann sofort wieder runterfahren. Ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen um, ja, und dann fahre ich wieder nach unten zu meinem Zimmer, werde eine Dusche nehmen und dann gehe ich was essen und dann haue ich mich, glaube ich, erstmal hin und ruhe mich richtig aus. Also, tschüss!